In meinem heutigen Podcast spreche ich mit Michael Billmann und Philipp Werner. Philipp und Billy bieten seit 5 Jahren Coaching für Männer an, basierend auf den 7 Säulen der Männlichkeit. Sie begleiten Männer auf ihrem Weg zu sich selbst durch naturverbundene, schamanische Seminare und tiefe Schattenarbeit, die eine Auseinandersetzung mit eigenen Mustern und Ablenkungen umfasst. Ihr gemeinsames Wirken findet auf der Burg Ruprechtstein in Bayern statt. Das Interview ist ein kleiner Ausschnitt eines längeren Gesprächs, was ich mit Philipp und Billy für meinen Papa Power Online Kongress geführt habe. Dieser startet am 30. Oktober und auch du kannst kostenlos dabei sein. Registriere dich einfach auf papapowerkongress.de, dann kannst auch du das Gespräch mit Philipp und Billy in voller Tiefe und Länge hören. Den Link findest du natürlich auch unten in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Ich freue mich sehr, dass ich heute den Philipp und den Billy im Interview habe. Wir wollen über das super spannende und vielleicht auch in unserer Gesellschaft extrem umstrittene Thema Männlichkeit sprechen und warum das gerade für uns als Papas der für mich zumindest entscheidende Faktor ist, wie ich glückliche Beziehungen sowohl in meiner Partnerschaft als auch mit meinen Kindern erreichen kann und vor allen Dingen für mich selbst herauszufinden, wer bin ich eigentlich und welche Vision habe ich für mein Leben? Wie komme ich da voran? Da ist das Thema Männlichkeit und ein extrem entscheidendes Thema. Darüber möchten wir heute sprechen und ich sage erstmal hallo und herzlich willkommen. Hallo Benjamin. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. Ihr beide seid ja nun, würde ich sagen, schon sehr erfahrene Männercoach, arbeitet auch mit dem Björn Leinbach zusammen, der so, sage ich mal, ein sehr bekanntes Buch geschrieben hat, zumindest wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, Männlichkeit leben. Wahrscheinlich auch ein in vielen Kreisen umstrittenes Buch, denn da kommen, sage ich mal, klare Sachen auf den Tisch und klare Ansichten, die den einen oder anderen auch herausfordern. Und vielleicht macht es deswegen Sinn, dass ihr euch mal zu Beginn vorstellt und vielleicht mal einen kurzen Background uns gebt. Wie seid ihr dazu gekommen? Zum Björn-Thorsten Leinbach-Buch oder generell? Nein, einfach zu euch, zu der Arbeit, zu euch allgemein. Wer seid ihr? Wie seid ihr dazu gekommen, Männercoaches zu sein sozusagen? Ja, ich denke, die Reise ist ja, also wie kommt man da hin? Für mich war es natürlich ein persönlicher Entwicklungsprozess auch so, also dass man halt selbst einfach mit dem Thema irgendwo konfrontiert ist und wir haben ja auch so im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ich meine, in der heutigen Zeit wird man irgendwie mit dem Thema Männlichkeit konfrontiert, so wenn man, sage ich mal, in einem halbwegs modernen Haushalt sozusagen aufgewachsen ist, ja, wo die 69er, der Feminismus und all das nicht spurlos vorbeigegangen ist, gibt es ja einfach eine, sag ich mal, Identitätskrisen als Mann. Also so erlebe ich das immer wieder. Ich sehe mich da nicht als Einzelfall. Und das war eigentlich so, meine Reise hat eigentlich tatsächlich begonnen mit einer Trennung. Also ich war so Patchwork-Papa von 3 Kindern und das hat irgendwie einfach dann so eine Krise ausgelöst und dann kam so eine große Frage auf in mir, so warum ich eigentlich da bin und was das Ganze soll und habe mich dann da so auf die Reise begeben und bin so in Bereichen gelandet, wo ich früher nie gedacht hätte, dass ich da mal rauskomme, aber ich so vom Hintergrund her, ich habe dann einfach so eine Coaching-Ausbildung gemacht, ich habe viel Wildnis-Sachen gemacht und auch körpertherapeutische Ausbildung gemacht, also mich hat einfach schon immer interessiert, so was passiert eigentlich in einem und wer ist man eigentlich und auch so eine Sinnsuche. Das hat mich dann auch zum Schamanismus gebracht so und das Männerthema stand dann einfach so da. Ich war auch beim Björn dann natürlich, das hat mich schon auch begeistert, also diese ganze, die Polarität und diese ganzen Geschichten und einfach auch, ja, wie gesagt, was ist eigentlich ein Mann, was macht den eigentlich aus und da so seine eigene Identität drin zu finden. Okay. Ja, ich bin ja der Billy und natürlich ist bei meiner Geschichte analog wie bei vielen Männern ist auch eine persönliche Krise. Ja, also ich bin jetzt 46, die so um die 30 stattgefunden hat. 3 Kinder bereits da, hoch erfolgreich im Business. Okay. Klassisch in der Welt, ne, also einen Haufen Geld verdient, 60 Stunden gearbeitet und dennoch in eine Sinnkrise gerutscht da drin. Also mich verloren an der Stelle. Und am Ende auch die Partnerschaft verloren da drin. Ne? Und es kam dann auch zu einer Trennung Jahre später. Und das hat eine Krise natürlich mit sich gebracht. Und das wirst du auch kennen, auch aus deiner Arbeit. Habe ich einen Mentor gefunden,
Und das war in dem Fall auch Björn Thorsten Leimbach, der eine Initialzündung war, mich mit meiner Männlichkeit auseinanderzusetzen. Wo stehe ich und wie steht es eigentlich? Und das hast du gerade angesprochen, habe ich eine Vision und was ist meine Vision überhaupt? Zum einen als Familienvater oder als Vater in Trennung dann später, aber auch als Mann. Habe ich überhaupt eine Vision oder lebe ich ein vorgekautes Leben, wie es zu diesem Zeitpunkt so war? Also hoch erfolgreich, viele Schulterklappen, ne, studiert, ne, am Promovieren gewesen, Vertriebstätigkeit, das Klassische. Das ist auch so ein Leben, aber ganz weit weg von meiner Essenz. Okay, wenn ich jetzt mal zurückschaue, wir kommen ja alle als auf Babys auf diese Welt. Ich habe jetzt bin selber Papa von 6 Kindern, habe das jetzt 6-mal erlebt. Man sieht diese Kinder, wie sie dann anfangen, die Bedürfnisse sind groß, die fangen an, die Welt zu entdecken und eigentlich arbeiten die ja ununterbrochen mit einer Begeisterung. Begeisterung ist ihr Antrieb, Spielen ist ihre Methode zu lernen. Und so fangen wir an, auf dieser Welt zu leben, zu existieren, unseren Horizont zu erweitern. Und jetzt springen wir ein paar Jahre weiter und hören zum Beispiel deine Story, die davon gesagt ist, du hast gesagt, du hast ein vorgekautes Leben gelebt, so in deinem Verständnis heute rückblickend. Wo verlieren wir uns denn in dem Moment, dass wir mit einer Begeisterung auf die Welt kommen, dass wir leben als Kinder und auf einmal irgendwann ein paar Jahre später haben wir diesen Pfad verlassen und haben das Gefühl, das geht ja sehr, sehr vielen Männern so, was du gesagt hast, dass wir ein Leben nach äußeren Bestimmungen auf einmal leben. Also eine klare Diagnose ist, es gibt wenig männliche Vorbilder. Okay. Das klassische Vorbild, was du hast, ist eben eine vorgekaute Vision in dieser, ich nenne es jetzt kapitalistischen Welt. So, also das, was ja auch in unserer Arbeit passiert oder in der Männerarbeit, ist es am Ende, die eigene Essenz zu finden und daraus eine Vision zu kreieren oder sie wird dir einfach geschenkt auf dem Weg. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da deine Spur zu finden. Aber da sind Männer einfach wirklich ein Stück weit lost an der Stelle. Also wenig Vaterfiguren, ein Vater der Gesellschaft, du bist da und die Gesellschaft betet dir im Grunde vor, wo du hin sollst. Es ist ganz leicht, dir heute Schulterklappen, also die bekommst du ja quasi automatisch, wenn du in diesem System weitergehst. Jetzt sind wir Menschen ja das System am Ende, ne? Am Ende ist das System, sind ja Menschen. Und eigentlich behaupte ich jetzt mal, da bin ich vielleicht naiv, wollen wir ja eigentlich das Beste füreinander. Also du hast gerade gesprochen von männlichen schwierigen oder fehlenden männlichen Vorbildern. Wenn jetzt der Vater oder der Opa sagt, jetzt mach einen guten Schulabschluss und dann studier doch was Ordentliches, ist doch am Ende die Intention von ihnen, dass sie das Beste für uns wollen, oder? Davon gehen wir mal aus, ja. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es das Beste ist. Ich finde, das hat ja verschiedene Ursachen. Also ich finde, es ist ja einfach ein extrem gesellschaftliches Thema, was man da hat. Also, wenn man guckt, in welcher Welt wir leben, also ich finde, so zwei Teile vielleicht zu ergänzen zu dem, auch was Billy gesagt hat. Ich finde ja im Endeffekt, deine Frage war ja, man lernt mit Begeisterung und Spiel und Kinder sind so unverstellt. Und ich würde sagen, oder was wir in der Arbeit erleben oder was ich auch aus der eigenen Geschichte kenne, ist ja, dass man irgendwo an irgendeiner Stelle in so eine Anpassungsleistung geht. Also man möchte dazugehören oder als Kind, man möchte dem Papa gefallen oder der Mama gefallen oder in der Schule erfolgreich sein. Scheißegal. Und ich fange an, mich zu verbiegen im Endeffekt. Ich mache ja eine Anpassungsleistung, um zu überleben. So. Und da haben ja Kinder ganz unterschiedliche Mechanismen, aber an der Stelle gehe ich eigentlich von meiner Wahrheit weg. So. Okay. Und das geht natürlich immer weiter, habe ich so, also ist so mein Eindruck. Und dann ist es vielleicht, wenn es eine funktionale Anpassung ist, dann werde ich erfolgreich im Außen. Ich meine, und dann kommen wir bei diesem gesellschaftlichen Ding raus. Ja klar, wenn du den klassischen Weg gehst, dann hast du genau wie Billy, dann hast du Kohle, dann hast du dieses, dann hast du Anerkennung. So, also es gibt ja an der Stelle eigentlich keinen Grund, es zu ändern erstmal. Und was wir so erleben in der Arbeit ist ja, und so, auch wenn ich so spirituell hinfühle, würde ich sagen, es kommt halt irgendwann dieser Punkt, wo so meine innere Wahrheit und das, was im Außen passiert, auf einmal so weit auseinander ist, dass es einen Weckruf gibt. So. Aber am Anfang übernehme ich natürlich Werte und will dazugehören oder will meine Eltern oder Großeltern glücklich machen. Und das zu entwickeln, das ist ja was, wo es vielleicht auch was zu tun gäbe, sozusagen Kinder dazu zu ermutigen, so ihren eigenen Weg zu gehen. Aber ich finde, es ist halt schwerer denn je. Und dann, das ist das, wo ich eingangs angefangen habe. Ich meine, wir haben eine Gesellschaft, die im Endeffekt nur in der Ablenkung lebt. Also ich meine,
so, jeder hat ein Handy, du hast als Kind mit 12 ein Handy und wirst zugeballert mit irgendwelchem TikTok-Scheiß, wo ja auch Modelle vorgelebt werden. Also ich, was ist das so? Das sind irgendwie nackte Weiber, die 10-Sekunden-Videos machen und damit reich werden. Oder irgendwelche Influencer oder so. Ja, und das ist mein Einfluss auf mich. Und wie Billy gesagt hat, wo sind da gute Vorbilder, so wie geh deinen eigenen Weg oder mach dein eigenes Ding. Oder auch so, was es aus unserer Überzeugung ja braucht, ist so eine Naturverbundenheit. Ich kann ja in diesem ganzen Lärm überhaupt nicht meine innere Stimme hören. Wie soll das gehen, wenn ich 20 Stunden am Tag im Handy hänge? So, und wir sind eine komplette Konsumgesellschaft, wir ballern uns zu, wir haben keinen Zugang mehr zu dieser Stimme in uns oder der göttlichen Anbindung oder wie auch immer du das nennen möchtest. So. Und da Das kann man heißt, sehr verloren gehen, finde ich, ja. ich trage eigentlich eine Invision in mir, nur sie ist zugeschüttet. Also aus unserer Erfahrung oder unserem Bild ist es so, ich glaube, nicht nur, dass du als lebensfrohes, abenteuerliches Wesen zur Welt kommst, dass die Welt entdecken wird, ist so eine Grundanlage in dir. Also, wenn du weiter zurückdenkst, dein Stamm hätte das ganz früh erkannt, was dein Platz ist. Und du würdest es spüren. Du wirst womöglich auch in der familiären Tradition weitergehen, und zwar nicht als Last, dass du das Gleiche tust. Aber wenn du aus einer Generation von Zimmerleuten kommst, dann ist das oftmals auch in dir angelegt, was aber nicht zwangsläufig so sein muss. Na. Aber die Gemeinschaft hätte also du hättest in der Gemeinschaft deinen Platz gefunden. Du wirst es bestärkt in deinen Talenten, in deinen Gaben. Und das ist so der Punkt, ne, wo diese Entfremdung jetzt stattfindet oder auch eine Gleichschaltung. Okay. Das heißt, ich komme als begeistertes Kind auf der Welt, trage in mir eigentlich meine intrinsische Motivation, wie man so schön sagt, ne? Hab was in mir und folge dem Weg und dann fange an, die äußeren Einflüsse mich. Die Erwartungen, dass die gut gemeinten Ratschläge mich eigentlich davon bringen mich davon ab und führen mich weg. Das heißt, wenn Männer, sage ich mal, an den Punkt kommen, so vielleicht wie ihr selber in eurer Story erzählt habt oder auch mit denen ihr arbeitet oder wie es mir auch selbst ging, an den Punkt zu kommen, zu sagen, hey, was ist jetzt eigentlich das? Ne? Jetzt merke ich hustle, was ist eigentlich das, warum ich hier bin? Meistens ist es ja irgendein Schicksalsschlag, eine Trennung, eine Krankheit, ein Verlust im Umfeld, Arbeitsplatzverlust vielleicht auch. Oder ja, und man denkt sich eigentlich, was ist es jetzt eigentlich wirklich? Ne? Ich habe die Schulterklappen, wie ihr gesagt habt, habe ich einige da, aber scheinbar macht es mich nicht so in der Tiefe fröhlich. Und oftmals kommen ja dann auch die ersten Beziehungskonflikte, ne? Dass man merkt, auch in der Partnerschaft, so wie es schön beim Tony Robbins immer hieß, I gave her everything, aber wahrscheinlich ja nicht das, was sie eigentlich wirklich brauchte. Nämlich das Haus und das Geld und das Auto und was auch immer. Wenn wir jetzt da schauen, ihr habt ja beim Björn oder auch das, was ihr macht, da kommt ja dieses Thema, diesen Herzenskrieger zu entdecken, als sehr zentrales Wort. Und wenn jetzt einige dieses Wort hören, Krieger, dann schrecken sie vielleicht erstmal zurück. Warum seht ihr das? Oder seht ihr das als so ein generelles, du hast ja auch von Naturverbundenheit gesprochen, zentrales Mittel, um wieder zurück zu sich zu finden, um das wieder freizuräumen, um wieder eine Verbindung zu sich zu finden? Oder wie würdet ihr das beschreiben? Ja, also das sind jetzt mehrere Themen zusammen sozusagen. Wenn ich mal anfange bei was wir da haben, ist ja der Archetyp des Kriegers so. So, ja, und da merkt man schon, dass das manche Leute jetzt in die falsche Richtung irgendwie reibt, ist ja Basiert auch. auf, sorry, wenn ich unterbreche, auf Jung, ne, Carl Gustav Jung, ne, dieser A4 Jung Archetyp. hat manche Typen entworfen, aber die sind ja eigentlich viel älter. Also der Joseph Campbell hat die ja so im Endeffekt so populär gemacht, sage ich mal, mit seiner Heldenreise und mit diesen ganzen Na. einfach archetypischen Erleben. Und ein Kriegerarchetypus ist definitiv, also ich meine, wenn man Männerkörper anschaut, wenn man irgendwie in die Geschichte schaut, so ja, da gibt es was und auch jeder Mann kann was damit anfangen. Also es ist ja jenseits von Logik, aber wenn man sich Männerfilme anschaut, so keine Ahnung, von Rambo bis sonst was, wie selbst heute noch. Dieser Kriegerarchetypus, der zieht einfach was. Da gibt es eine Sehnsucht. Und Archetyp heißt ja im Endeffekt nur, das ist wie ist ein, etwas Kollektives, womit jeder von uns resoniert, weil es in uns drin ist. So. Ich denke, das ist so, oder nicht, ich denke, ich bin überzeugt davon, das ist einfach ein wichtiger Archetyp, um den zu erlösen in sich. So. Weil an der Stelle, wir sprechen ja auch über das Thema Männlichkeit, wenn ich keinen Zugang zu meinem Krieger habe, dann bin ich harmlos. Der Jordan Peterson sagt ja immer,
So harmlose Männer sind die gefährlichsten, ja, sondern es geht darum, irgendwie anzuerkennen, erlöster Krieger heißt ja so, ja, ich habe das Potenzial, so, ja, jemanden umzubringen auch oder Gewalt zu tun, und der Krieger ist aber, wenn er erlöst ist, dann verantwortet er das und tut es im Dienste des Guten oder tut es im besten Fall überhaupt nicht. Also da ist auch überhaupt nichts schief an dem Krieger, der ist per se überhaupt nicht schlecht. Klar, ein Soldat irgendwie, der gewissenlos mordet, sind wir uns alle einig, so, ja. Und das ist so diese Schiene, und wenn man jetzt guckt, also das war ja der Punkt, so, da reibt es die Leute schon in die falsche Richtung. Auch da muss man ja gucken, gibt es ja einen riesigen gesellschaftlichen Brainwash, so, von dieser Krieger und dieses archaisch-männliche, so, hat sofort diesen Beigeschmack von toxisch und geht gar nicht und ich weiß nicht was. Und was du ja gerade beschrieben hast, jetzt eingangs der Frage war, ja, Männer kriegen dann eine Beziehungskrise, weil die Story ist Happy Wife, Happy Life, und das ist so, wenn du alles tust und wenn du ihr irgendwie hinterherläufst und dieses und jenes machst. Die Wahrheit ist, jeder Mann in Trennung weiß, nichts könnte ferner der Wahrheit sein. So, keine Frau hat Lust auf einen Dackel, der alles macht, was sie sagt. So. Und das ist eben meistens, wenn ich meinen Krieger nicht erlöst habe, kann ich auch nicht das halten, oft mit einer Frau, die Polarität, und die geht dann flöten. Also ist ja auch ein total typisches Männerthema oder generell ein Ehethema, vielleicht, wenn man so will, dass diese Polarität und Anziehung in Beziehungen flöten geht, wenn man in irgend so eine Brüderchen-, Schwesterchen-, Erzieherrolle reinrutscht und Sex findet einmal im Jahr in Silvester statt. So, das hat viel damit zu tun, dass mein Krieger nicht erlöst ist, dass ich da nicht klar bin, präsent bin und auch für das gehe, was ich möchte, weil das sofort so einen Touch von was fällt dir ein hat und toxisch und ich weiß nicht was. Und da ist, finde ich, einiges schief auch dann. Das heißt, so. Ja, und was halt an der Stelle hereinkommt, ist ja tatsächlich, das hat jetzt Philipp nicht erwähnt, ist, oder ist einfach die Verbindung zu seinem Herz. Also ein Krieger, der eine Verbindung mit seinem Herz hat. Ja, es ist also keine Kopfgeschichte, du kannst ihn auch nicht steuern, sondern er findet seine Wahrheit im Herzen und ist damit verbunden. Und wer den Krieger nicht entwickelt hat, wird es in Beziehungen, in Entscheidungen einfach schief. Und oftmals hat er auch dieser Mann keine klare Vision, für die er wirklich geht. Und die kommt ja eigentlich in dem erlösten Krieger, kommt auch diese Klarheit für den Mann, für was er zur Verfügung steht und für was nicht. Und das ist dann das zurück zu einer guten Partnerschaft oder zu einer guten Elternschaft, wo der die Frau auch im Gegenüber wirklich erkennt, der Mann, der macht das, was er sagt. Er stellt sich auch gewissermaßen an erste Stelle und seine Vision an erste Stelle, was nicht bedeutet, dass er nicht vollumfänglich für die Familie da ist. Aber da ist er, geht an dieser Stelle wird es ja schief. Okay, Ich aber verliere mich ja letztendlich, indem ich keine klare Ausrichtung habe. Und das gebietet uns der Krieger, wenn er erlöst ist. okay. Die Diskussion oder diesen Punkt habe ich jetzt schon in einigen Interviews oder immer wieder angerissen und auch noch keine finale Antwort vielleicht gefunden oder vielleicht gibt es sie auch nicht, aber wie ist die Position? Du hast jetzt gesagt, deine Vision, das, was dich als Mann antreibt, musst du eigentlich an erste Stelle stellen. Wo steht dann Familie, Kinder und Partnerschaft? Muss das eine Reihenfolge haben? Hat das eine Reihenfolge? Oder habe ich vielleicht nur ein schlechtes Gewissen zu Unrecht? Ja, das ist ja ein Kopfkonstrukt. Also so an dieser Stelle. Ne? Also wenn ich sage, also ich stehe an erster Stelle und meine Männlichkeit und diese Werte, also erlösten Werte wie eine Klarheit, eine Verbindlichkeit, eine Vision, wo ich meine Familie, meinen Stamm, meine Königin mitnehme, da gibt es keine Klassifizierung, dass meine Familie und meine Frau nicht wichtig ist. Aber erst wenn ich mich an die erste Stelle mit einer Klarheit, ne, und zwar nicht mit einer hedonistischen Konsumhaltung, sondern mit einer Klarheit für meine Vision an erste Stelle stelle, dann profitieren alle nachgelagerten Menschen in meinem Feld. Und natürlich kommt da als erstes kommen meine Kinder. Dann kommt die Mutter meiner Kinder. Und die Mutter meiner Kinder darf auch noch eine Position oder eine wichtige Position haben, auch für meine Kinder, wenn ich mit der Frau nicht mehr zusammen bin, was ja heute kein Phänomen mehr ist. Trennungsgeschichten. Also, welche Haltung habe ich in der Verantwortung für meinen Stamm? Und dafür brauche ich einen Mann, der klar steht und eine Ausrichtung hat. Das war der Ausschnitt des Experteninterviews mit Philipp und Billy für mein Papa Power Kongress 2024. Du kannst das gesamte Interview in voller Tiefe und Länge hören, wenn du dich auf papapowerkongress.de kostenfrei für den Online-Kongress anmeldest. Den Link findest du natürlich auch unten in den Shownotes. Nochmal zu merken, papapowerkongress.de.
Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich hoffe, du konntest dir eine Menge Inspiration für dein Leben mitnehmen. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit als Papa-Coach wissen möchtest, dann geh auf meine Website benjaminwendt.de. Dort kannst du auch direkt ein Formular ausfüllen und mir deine Situation schildern. Ich melde mich danach direkt bei dir. Falls du es noch nicht getan hast, bitte abonniere den Podcast. Hinterlass eine Bewertung und teile ihn mit deinen Freunden. Damit hilfst du mir mit meiner Mission, viele Menschen zu erreichen und mit ihnen den nächsten Schritt in ihrem Leben zu gehen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, gemeinsam auf Kurs gehen.